Ich grüße euch, Freunde. Willkommen zurück bei Call of Duty Vanguard. Die neue Season hat begonnen, nämlich Season 3, und es gibt neue Herausforderungen, auch im Multiplayer. Hier zu der ersten Herausforderung 15 Mal mit einem Marschflugkörper oder einer Gleitbombe Kills machen, also Mehrfachkills. Also mindestens zwei müsst ihr mit einer treffen. Dann müssen wir in den eigentlich letzten dazugefügten Modus, nämlich Wettrüsten, einfach fünfmal gewinnen, also euer Team allgemein. Ihr müsst selber da jetzt nicht Erster werden. Und einfach mit komplett in dem Gewinnerteam sein. Das reicht eigentlich schon völlig aus. Dann haben wir natürlich Vorratskisten, also rüstet sich 20 Mal mit Vorratskisten aus. Ihr könnt die selber reinnehmen oder einer von euren Teamkollegen legt sie hin. Und ihr könnt euch daran bedienen, das geht daran auch. Also ihr müsst die nicht selber bei euch drinne haben, sondern es reicht auch, wenn ihr von den anderen Spielern das nehmt. So, zur nächsten Aufgabe. Verbringe fünfmal in ein Spiel eine Minute in der Patrouillenzone. Einfach so lange drinnen bleiben, bis ihr ungefähr eine Minute erreicht habt. Und dann habt ihr die Herausforderung auch. Und die nächste und die letzte ist natürlich, erreiche 75 Scharfschützenabschüsse mit Paulina. Das heißt, ihr müsst wirklich Paulina spielen, also den Operator reinnehmen und mit ihr halt ein Scharfschützengewehr nehmen und 75 Abschüsse machen. Eigentlich auch ganz easy. Das so, es waren jetzt die ersten 5 Herausforderungen für den Multiplayer. Die nächsten kommen natürlich noch. Also, bis zum nächsten Mal. Besucht mich auch auf Instagram und Twitch. Die Links findet ihr in der Beschreibung.